Geht's dir gut? Deinen Protokollen zufolge wurdest du wohl von einer Superzelle erwischt und bist kurz danach auf der anderen Seite von Ground Zero aufgetaucht. Unweit von Port Knot City. Wie bin ich dann hier gelandet? Dank Victor. Er hat dich bewusstlos am Hafen gefunden und reingebracht. Ich glaube, Cliff könnte Lus Vater sein. Er sagte, gib mir mein Baby wieder. Unmöglich. Cliff wurde doch... Er gab mir das hier. Vielleicht will er uns damit etwas sagen. Etwas über die Babys vielleicht. Und darüber, wie sie entstehen. Es fühlte sich nicht so an, als wollte er uns wehtun. Eher so, als ob er bloß reden wollte. Aber du sagtest, du hättest gesehen, wie er den Direktor am Strand gefangen hielt. Ja. Es muss irgendeine Art Verbindung zwischen ihnen geben. Ihn und Bridget. Lustig, dass du das sagst. Ich hab da was, das du sehen musst. Bin beim Herumstöbern in den Archiven darauf gestoßen. Eine vom Direktor aufgezeichnete Nachricht mit dem Titel »Falls ich nicht zurückkomme«. Diese Nachricht ist eine Absicherung für den Fall, dass mir etwas zustößt. Nur für Bridges Mitglieder. Und ich hoffe, dass ein solches sie jetzt ansieht. Ich bekam ein kleines Geschenk von Amelie. Sie sagte, sie bringt mich zum Strand, wenn ich will. Aber ich bräuchte diese Puppe, um dorthin zu finden. Eine Falle. Es muss eine sein. Aber ich habe beschlossen, mitzuspielen. Ihr habt ja auch alle mitgespielt, oder? Diese Maske verbirgt mehr als nur mein Gesicht. Tja, auch Amelie ist ein leeres Blatt. Keine Vergangenheit. Keinerlei Beweis für ihre Existenz. Ein Geist. Und wie es mit Geistern so ist, habe ich Amelie nie getroffen. Ihr etwa? Habt ihr sie leibhaftig gesehen? Ihre Hand geschüttelt? Das ursprünglich von uns entsandte Team bestand aus zwei Gruppen. Amelie gehörte zur ersten, Mama und Hartman zur zweiten. Sie hatten keinen direkten Kontakt zu ihr. Ja, Amelies Gruppe wurde in Edge Not City ausgelöscht. Alle bis auf sie. Alle, die ihre Existenz hätten bezeugen können. Schwachsinn. Sie ist echt. Wir haben uns berührt. Sie und ich, wir... Also ich habe nur mit ihrem Hologramm kommuniziert. Ich habe sie getroffen. Wirklich. Persönlich. Sehr oft, als ich klein war. Ja, aber am Strand. Das hatte die Präsidentin über ihre Tochter zu sagen. Amelie wurde am Strand geboren. Ihr K blieb dort, aber ihr H kam in diese Welt. Wegen dieser Trennung von Körper und Seele verbrachte sie fast ihre ganze Kindheit im Krankenhaus. Aber trotz ihrer Krankheit gingen ihre Doomswerte durch die Decke. Ihre übernatürliche Gabe blühte auf, als sie älter wurde und ihre Grenzen überwand. Aber als sie 20 war, konnte sie physisch zum Strand reisen und zurück. Und dort verbrachte sie schon bald ihre gesamte Zeit. Also, wenn man mit Amelie in Kontakt treten wollte, ging das nur per Hologramm. Darauf beharrte die Präsidentin. Ich schwor der Präsidentin einen Eid und Amerika. Deshalb war ihr Wort für mich Gesetz. Als sie dann behauptete, Amelie sei ihre Tochter und ihre ideale Nachfolgerin, glaubte ich das. Doch als die Archive zugänglich wurden, musste ich einfach meine Zugriffsrechte ausnutzen. Und so fand ich es heraus. Bridget hatte in ihren 20ern Gebärmutterkrebs.
Sie konnte keine Kinder bekommen. Seht ihr? Es passt nicht zusammen, oder? Amelie kann auf keinen Fall Bridgets leibliche Tochter sein. Doch woher kommt sie dann? Wer ist sie? Ist sie überhaupt real? Wie können wir sicher sein, dass Amelie eine Extinktionsentität ist, wenn wir nicht mal wissen, ob Amelie Amelie ist? Die EE-Theorie könnte auch völliger Blödsinn sein. Aber wenn sie es nicht ist, wenn sie der Grund für den gestrandeten Tod ist, dann muss ich ihre Einladung annehmen. Ich habe meine Waffe mit Blutkugeln geladen. Sams Blut. Es verbindet meine Waffe mit ihr, mit mir, mit ihm, mit uns allen. Und daher sollte ich sie zum Strand mitnehmen können. Ich beende, was sie begonnen hat, indem ich sie aufhalte. Ein letztes Geständnis. Ich bin nur ein Mensch. Keine Kräfte. Nichts Besonderes. Ich habe kein Dooms, bin auch kein Wiederkehrer wie Sam. Vom Sterben habe ich keine Ahnung, nie ausprobiert. Ja, ich ging durch die Hölle. Jedes Schlachtfeld war die Hölle. Aber wie schlimm es auch wurde, ich starb nie. Ich bin immer nur vorm Tod weggelaufen. Gut, ich muss los. Sie ruft mich. Bridges, lasst mich nicht hängen. Nachdem er das aufgenommen hatte, sprang der Direktor zum Strand. Oder vielmehr holte Amelie ihn dorthin. Ich sah, wie er Bridget eine Waffe vorhielt. Dann kam Cliff und brachte ihn weg. Ich dachte, er wollte wegen Amelie zum Strand. Ja, sie war auch dort. Sie war es, die mich da rausbrachte. Jetzt wird mir alles klar. Wieso habe ich das nicht eher gesehen? Es war Amelie, die... Was war das? Das chirale Netzwerk ist ausgefallen. Laut Lochner dauert es nicht mehr lange, bis es vollkommen unbrauchbar ist. Dann war die ganze Arbeit also umsonst. Lass mich bitte ausreden, Sir. Ich sage es ihm. Fragile. Du siehst furchtbar aus. Du musst dich ausruhen. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Am Strand hatte ich ein kleines Gespräch mit Hicks. Er ließ sich leicht zum Reden bringen. Sagt er, warum er dich verraten hat? Laut ihm war es Teil ihres Plans. Was? Sie war ihre Anführerin. Der leere Sturzterror. Die Sache mit dem Aussterben. Amelie steckte hinter allem. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass du das nicht glauben willst. Aber es passt zu dem, was Die Hardman gesagt hat. Hicks hinterging mich, nachdem er Amelie traf. Anfangs wollte er sein Einflussgebiet vergrößern. Dabei half ihm meine Kraft. Deshalb hat er mit mir zusammengearbeitet. Er war kein Terrorist. Er wollte bloß mehr Leute erreichen. Aber dann taucht sie auf und stellt meine Fähigkeiten weit in den Schatten. Mann, sie konnte sogar GDs kontrollieren. Also entscheidet sich Hicks für sie. Und da machte sie ihn zum Handlanger der Extinktion. Amelie gab Hicks seine Kraft. Erb, sie machte ihn zu ihrem Homo Demens. Was ist mit Bridget? Kannst du mir erklären, warum sie am Strand war? Gibt's dafür auch eine Erklärung? Ich weiß, dass das jetzt hart ist. Aber Hicks sagte selbst, dass Amelie eine Extinktionsentität ist. Ich habe in seine Kapsel geschaut. Und in ihr befand sich kein Baby. Stattdessen war die hier darin. So eine Puppe hatte Die Hardman auch. Das ist ihr Bridge-Baby. Dass die Terroristen die BB-Technologie neu aufgelegt hätten und Bridges dem nur gefolgt wäre, das ist Quatsch. Ihre und eure Methoden unterscheiden sich vollkommen.
Dein Baby verbindet dich mit der Welt der Toten. Die Puppe verbindet sie mit Amelie und ihrem Strand. Weißt du, wer noch solche Puppen hatte? Cliff. Er trug sie auf den Schlachtfeldern. Cliff, Hicks, der Direktor. Alle drei wurden von dieser Extinktionsentität angezogen und kontrolliert. Und wer ist diese EE wirklich? Ist es Bridget? Ist es Amelie? Ich weiß nur, dass der Strand uns alles verraten wird. Was sie will und warum. Wenn wir das herauskriegen, können wir die letzte Strandung vielleicht noch abwenden. Du musst sie finden, Sam. Wer auch immer sie sein mag. Sie wartet auf dich am Strand. Du musst zurück nach Osten. Wenn sie in ein Koma fällt, findet ihre Seele vielleicht nicht mehr vom Strand zurück. Sie braucht schnell Kryptobioten. Glücklicherweise hat Fragile Express welche in Port Knot City vorrätig. Deshalb sollst du welche für uns holen, während du dort bist. Am Terminal oben erfährst du alles Weitere. Bitte, Sam, es ist dringend.